So, Leute, da sind wir beim nächsten Paket und wir haben was zum Auspacken. Wir haben ein Bundle. Ein Bundle Kamigawa Neon Dynasty. Mit 8 Set-Boostern drin, mit dieser neuen Verpackung und ganz viel rosa. Ich bin einfach ein Fan von dem ganz viel rosa. Machen wir es mal auf. Ich bin ein mittelmäßiger Fan von diesen Verpackungen, was daran liegt, dass sie es mittlerweile überall benutzen, was ich gut finde, weil es Plastik spart. Was ich nicht so gut finde, ist, dass sie bei manchen Produkten einfach careless diesen Kram drüber machen, wie zum Beispiel bei dem Commander Collection Black und das sieht hier scheiße aus bei mir im Regal. Hier ist es so, ich muss sagen, oh, da ist noch Stuff drin, okay, gucke ich mir gleich an. Hier muss ich sagen, passt ganz gut, das ist nur die Hülle vom Bundle, die würde sowieso weggeworfen. Kann weg. Dann haben wir das Bundle, das ist auf jeden Fall hübsch. Dann haben wir hier einmal The Wanderer. Ne, und dann ist der, okay, wir haben einen Wanderer Pack. Es gibt es, glaube ich, auch noch mit dem Ninja. So, dann gucken wir uns mal das Ding an. Erstens, ich finde es schade, dass hier nicht der Emperor drauf ist, wie auf dem anderen. Aber okay. Was ist das? Hier sind so kleine rosa Karten, hier sind kleine blaue Karten, hier ist eine Karte, da ist eine Karte, hier sind komische Marker und hier sind komische... okay. Hier sind Karten für The Emperor. Ich weiß nicht, wofür man die benutzen sollte. Das ist wahrscheinlich für Command Zone oder so, ich habe keine Ahnung. Und das sind kleine Marker für The Emperor. Und das ist für den Kaito. Ich bin enttäuscht, wenn ich den Emperor ziehe. Dann haben wir in Vogue Despair 4 schwarze Mana und ein farbloses... ein Gegner opfert eine Kreatur, wenn sie nicht können, verlieren sie 2 Leben, duziert eine Karte, macht man noch für einen Enchantment und Planeswalker oben drauf. Und dann sind da Fäuländer. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, wo die Fäuländer anfangen. Den Witz mache ich jedes Mal. Dann haben wir hier, wie lernt man Magic, wie blockt man, wie greift man an. Und dann haben wir Booster. Oh mein Gott, wir haben einen. Oh mein Gott, der fühlt sich. Der fühlt sich richtig, richtig seltsam an. Was ist das denn für ein Würfel? Der fühlt sich. Also der Würfel fühlt sich cool an. Aber ihr seht überall diese blauen und lila Sprinkle drauf. Und das fühlt sich an, als wären die da oben drüber gesprinkelt und nicht in dem Würfel halt drin. Wodurch der halt. Wie im Kindergarten so eine ganz... Oh, ja, ist nicht mein Handgefühl. Bin ich ehrlich. Finde ich nicht so geil vom Handgefühl. Gucken wir uns mal an. Wir haben 8 Set-Booster vor uns. Wie immer, wenn es um eine höhere Anzahl an Booster geht, ich gehe kurz über die Uncoms und Comes, fliege ich so ein bisschen selber drüber und sage vielleicht mal so, oh toll, cool. Aber ich gehe hauptsächlich auf die Rares ein. Gucken wir mal, was wir haben. Ah, der Rahmen ist schon hübsch hier von Shaman King. Schön mit der Rolle. Mit der Tolle, nicht Rolle, Tolle. Genau, dann haben wir, unsere erste Rare ist Invoke Calamity. Für 4 rote und ein farbloses kann man diesen bis zu 2 Instant oder Sources in Mana-Kosten von 6 oder weniger aus dem Friedhof und oder der Hand casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Und sie werden exiled statt benutzt und dann wird das Ding exiled. Okay, unsere Foil ist ein Fade into Antiquity. Ja, davor haben wir alle Angst, oder nicht? So, gucken wir weiter. Das Schöne an Bundle ist halt, man braucht halt so einen Hit. Ein Hit und alles ist glücklich. Was haben wir hier? Hier haben wir ja, Cyber Simulacrum. Ein Minigame. Minigames habe ich euch schon hochgeladen. Dann haben wir hier, schön, Highlands, Mentor, Infiltrator, der übrigens sehr hübsch ist. Nochmal einen Death-Touch-Schlange, Snake-Ninja ohne, das finde ich ein bisschen strange, so Ninja ohne halt Ninjutsu. Finde ich immer noch sehr seltsam. Und wir haben, Hinata Drawn Crowned. Ein weißes, ein rotes, ein blaues, ein farbloses 4-4 fliegen Trampel. Spells, die ihr castet, kosten 1 Mana weniger für jedes Target. Und Spells, die ihr dann castet, kostet 1 Mana mehr für jedes Target. Das ist ein abgewandelter oberster Schiedsmann aus in der 4. Aber ein ganz netter. Und wir haben einen Searchlight Companion. Okay. Auch nicht so der Wahnsinn. Aber nicht schlimm, tatsächlich. Mustermüll geht darüber. Und, das ist der Emperor in dieser ultraschönen Version. Wir haben zumindest einen Emperor bekommen. Wandering Emperor. Wir haben zumindest so eine bekommen. Harling. Auch hier wieder. Oh, die Snakes. So cool. Wirklich so, so cool.
aber nichts Relevantes. Oh, okay. Wir haben Shirizu, The Shattered Blade, ist der Commander aus dem rot-grünen Deck. 4 Mana, 4-4, immer wenn Aura, ein Equipment und eure Kontrolle ins Spiel kommt, kriegen wir ein 2-2 Spirit Token mit Menace. Und zu Beginn des Endsteps legen wir eine +1/+1 Marke auf jede modifizierte Kreatur, die wir kontrollieren. Ist nicht schlecht. Dann haben wir, oh mein Gott. Seht ihr, und schon hat sich das komplette Bundle bezahlt. Buseju Huendurus, Legendary Creature, tappen für ein grünes, für Channel, also können wir aus der Hand abwerfen für 2 Mana und können einen Artefakt, einen Charmin und einen Non-Basic zerstören, das Gegner kontrolliert. Und der Spieler durch sein Deck nach einem Steinland bringt es ins Spiel und so, ist egal. Die Fähigkeit kostet 1 Mana weniger für die legendäre Kreatur. Beste Karte des Sets, wirklich der Hammer. Kitsune Ace mit Vehicle, Erstschlag oder Enttappen. Ja, und das finde ich halt so cool an Bundles. Deswegen mag ich Bundles. Man kriegt so komische Würfel, man kriegt so ein bisschen was an Foil-Ländern und hat Spaß beim Öffnen. Ich finde es auch diesen Schritt hin gut, Set-Booster statt Draft-Booster im Bundle zu machen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare mal schreiben, was eure Meinung ist, ob ihr lieber Set-Booster oder Draft-Booster in diesem Bundle habt. Ich mag die... Oh, das ist der erste Swamp, den wir haben. Beziehungsweise das erste Land. Ich mag die Set-Booster auf jeden Fall. Ja, davon hätten wir schon mehr haben können. Prosperity Thief. Sehr, sehr cool, wenn sie Spieler kamen zu, wir kreieren wie ein Treasure-Token. Dann haben wir Ambusher, Suit-Up. Okay. Dragonfly-Suit finde ich übrigens ganz süß hier unten mit diesen Fliegendingern. Octopus, Gauntlet. Oh mein Gott, was bist du denn? Gott, du bist hübsch. Nashi Moonsage Sky, ein 3-Mana 3-2, Ninjutsu für 4 Mana. Wenn die Schaden zufügt einem Spieler, exilieren wir die Top-Karte von jedem gegnerischen Bibliothek. Bis zum Ende des Zuges können wir eine dieser Karten casten. Wir können Mana-Kosten können wir mit Leben bezahlen. Oh mein Gott, das ist eine Commander-Karte, wenn ich mal eine gesehen habe. Uff. Ich weiß aber nicht, wie teuer die ist. Dann haben wir Fable of the Mirrorbreaker. 3 Mana Saga. Beim ersten Saga kriegen wir 2-2 Goblin Shaman. Immer wenn er angreift, kriegen wir einen Treasure Token. Beim zweiten Mal können wir bis zu 2 Karten discarden und so viele Karten ziehen. Beim dritten exilen wir das Ding, bringen es wieder rein und haben dann einen schlechten Kikiriki Mirrorbreaker. 2-2 für ein farbloses Tappen kreieren wir eine Kopie von einer nicht legendären Kreatur, die wir kontrollieren, und sie kriegt Eile und wird am Ende des Zuges geopfert. Ja. Früher war das halt sehr leicht zu Break mit Kombos. Und wir haben, oh mein Gott, was war das für ein Booster? The Reality Ship in Foil. Chip, nicht Ship, Chip. 2 Mana 04 Jellyfish Equipment. Wir können die oberste Karte von unserem Deck jederzeit angucken. Solange die attached ist zu einer Kreatur, können wir Länder und Karten oben vom Deck spielen. Mit Rig for Configuration. Das ist stark. Ich möchte das in meinem Commander-Deck spielen. Ich möchte das Ding in meinem Commander-Deck spielen. Es gibt davon auch eine Anime-Version, die ich noch viel lieber in meinem Deck spielen würde. Aber, oh mein Gott, der Umizawa. Dann haben wir einen Foil Forest. Silver Furmaster. 2 Mana 2-2 Ninjutsu. Ninjutsu-Kosten kosten 1 Mana weniger. Und Ninjas und Rogues kriegen +1/+1. Sehr cool. Spellpierce, sehr starke Karte. Auch im Kammslot. Mittlerweile so schön, dass wir die mittlerweile so häufig sehen. Ha, schön. Wirklich, wirklich schön. Hier haben wir noch so ein Land drin, rotes. Nochmal ein Reality Ship. Jetzt kann ich noch einen Non-Foil spielen für meinen Commander. Sehr schön. Sunblade Samurai mit Channel. Und wir haben eine Karte von der Liste. 4 Mana 2-2 fliegen. Für 3 Mana können wir einen Anzug auf die Hand nehmen und einen Spell countern. Es ist eine Wäschezahl 3 Mana mehr. Ich mag die Karten von der Liste. Ich bin ein Fan der Liste. Ich weiß, viele von euch nicht. Ich schon. Ich mag die Liste. So. Weiter geht's, kurz vor Endspurt. Hier haben wir ein ganz kleines Schwert. Nochmal so ein Sumpf. Dann haben wir einen Heiko General Circuit Hacker. Okay. Puzzlotten Mech. Okay, noch ein Mech. Schwarzes. Invoke Justice ist unsere Rare. 4 weiße und ein farbloses Sorcery. Wir bringen Permanentes aus dem Friedhof zurück und machen dann 4+1/+1 Marken auf beliebig vielen Kreaturen und oder Vehicles, die wir kontrollieren. Ja, ist halt in diesem Ninja Artwork. Ist ganz nett. Und, oh mein Gott, Sokezan Crucible of Deviance. Legendary Land. Tappen für ein rotes. Und für Channel können wir 4 Mana können wir das Ding abwerfen und 1/1 Spirit Tokens kreieren mit Eile. Und kostet einmal eine legendäre Kreatur. Das ist nett. Dann haben wir noch einen Increase Infiltrator in Foil.
Das Feuling ist ganz hübsch. Und die Nummer 4. Falls ihr es ja nicht wusstet, wenn ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 macht, könnt ihr auch damit wunderschön ein Artwork im Hintergrund haben. Das ist sehr angenehm und sehr cool. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Fuchs Ninja wahrscheinlich. Kenne ich nicht, gar nicht. Und wir haben eine Foil-Ebene in diesem Ding, das ist ganz cool. Den Captain, auch nicht schlecht. Den Hacker, das sieht halt auch cool aus in dem Artwork. Bronze War, bisher jetzt nichts. Oh mein Gott, ich hab's gesagt! The Wandering Emperor, 4 Mana, 3 Marken mit Flash. Und wenn er ins Spielfeld gekommen ist, könnt ihr diese Runde Loyalty-Account Sachen mit mir haben wie Instant. Plus 1, wir legen eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, es kriegt Erschlag, ist ein Combat-Trick. Minus 2, wir kriegen dann 2/2 Samurai-Token mit Wachsamkeit, auch das Art von Blocker-Trick. Und minus 2, wir exilen eine getappte Kreatur. Das heißt, der Gegner greift an, wir können die reinflashen und sagen, hey, exil mal, dann geben wir in unserem Turn plus 1 oder minus 1, gib ihm. Hammer. Hammerkarte. The Wanderer's Infidelity. Intervention. 2 Mana, fügt 4 Schaden, angreifen und blocken eine Kreatur zu. Und wir haben, lol, Odric Master Tactician. 4 Mana, 3, 4 Erstschlag. Und wenn mindestens 3 andere Kreaturen angreift, könnt ihr entscheiden, wer blockt und wie Kreaturen geblockt werden. Heilige. Ein Odric habe ich lange nicht mehr gesehen. Das war eine coole Karte damals. Das Ding ist total loaded, das Pack gewesen. Ich brauche mehr von diesen Bundles. Danke auf jeden Fall an den Sponsor. Ich weiß, ich darf von den Karten fast keine behalten. Sie gehen an meinen Sponsor. Einen Privatsponsor, der mir das zugegeben hat. Dankeschön dafür. Und der ist, glaube ich, ganz, ganz glücklich gerade. Wirklich glücklich. Ich muss noch schauen, dass ich mir Reality-Chip irgendwie abnehme. Was kriege ich hin? Wir haben noch einen Yoshimaru Ever Faithful. Yoshimaru! Ein Mana 1/1 Dog mit Partner, das kann dann also der Commander sein, einer der Commander. Immer wenn ein anderer legendärer Permanentes ins Spielfeld kommt, und legen wir eine +1/+1 Marke auf den. Stark. Das ist stark. Dann haben wir, oh mein Gott, eine Lion Sash. Leute, 2 Mana 1/1 für ein weißes Exil mit der Karte aus dem Friedhof. Wenn es permanent ist, kriegt ihr eine +1/+1 Marke. Und equipte Kreatur kriegt +1/+1 für jede +1/+1 Marke auf dem Ding. Krass, mit Reconfigurate. Können wir drauf equippen und runter equippen. Hammer. Tempered Solitude. Das sind so rare. Was war das für ein Bundle? Ich hab's immer gesagt. 1, 2 gute Hits und das Bundle lohnt sich. Hey, das Bundle war nur gute Hits. Hat sich auch gelohnt. Ich lösche jetzt das Video und sag der Person, ich habe ein anderes Bundle und kaufe ein neues Bundle. Oder so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Black State. Ciao, ciao.